Hallihallo und herzlich willkommen hier zu meiner nächsten Mod-Vorstellung. Heute schon direkt im fahrenden Traktor mit der Staud Rapwalk Version 1.0 vom Dimitri 14. Wir haben nicht allzu viele Tasten, die wir drücken können, aber das Ding ist cool, weil das Ding kann Ballen greifen. Und das Ganze werden wir austesten. Ich habe nämlich jetzt endlich es geschafft. Ich habe mir Ballen vorbereitet. Und wir testen jetzt einfach mal, wie das funktioniert. Nur das Problem, was ich sehe, der Ballenturm ist höher als mein Traktor. Sehr gut. Wir testen es trotzdem. Ich habe zwar die doofe Vermutung, dass das hier mit denen nicht funktionieren wird, weil die einfach zu hoch sind für meinen kleinen Trecker. So, Ballen befestigen, habe ich gesagt. Ah! Jetzt sieht das gut aus. Höher heben. Gut, der will sich hier nicht wegreißen lassen. Also die habe ich gut hier hereingestellt. Okay, wir nehmen die Rundballen. Wir testen es mit den Rundballen, die sind nicht so hoch aufgestapelt. Die wurden nämlich alle mit dem Autostack hier reingefahren, muss ich dazu sagen. Ich war zu voll, die alle mit der Hand reinzufahren. So, wir befestigen die Ballen. Eben an und gucken, wie viele wir haben. Wir haben zwei Ballen. Sehr schön. Okay, und der obere hält natürlich nicht. War doch irgendwie klar. Aber im Endeffekt wollte ich ja mal testen, wie gut der hält. Sieht auch ganz gut aus. Wir werden den hier jetzt daneben hinpacken. Ich will nämlich die mal nebeneinander nehmen. Soll nämlich auch funktionieren anscheinend laut Bild. So, wir schmeißen den jetzt einfach mal hier runter. Na ja, gut, so war das zwar nicht vorgesehen, aber gut. Machen wir es doch anders. Das wird schon immer besser. So, Ballen lösen. Und hier haben wir natürlich wieder Scheiße gebaut. Egal. Wir machen sie fest. Und haben zwei Ballen schön drauf. Lässt sich natürlich jetzt schönheitshalber noch zumachen. Was auch ganz schön ist, die Gabel hat ihre ursprüngliche Funktion nicht verloren. Ich schmeiß die mal hier weg. Weil das wäre ja schade, wenn sie die Funktion verlieren würde. Deshalb habe ich auch einen Misthaufen. Ah, einen Silagehaufen. Und wir testen mal, ob das auch wirklich noch funktioniert. Noch ist sie drin. Wir werden es gleich sehen, wenn wir hier über dem Bunker sind und sie ausleeren. Aber es sieht gut aus, funktioniert wirklich noch. Und ich würde sagen, wir gucken dann gleich noch in die Log und in den Shop. Jo. Also, das funktioniert auch noch. Da würde ich sagen, wir gucken in den Shop. Und klar, das ist die Stolltool Grabwalk mit 3000 Euro Kosten, 5 Euro pro Tag. Ja, kann Ballen, kann Mist, kann Silage, so dass ich es noch rausbringe. Dann gucken wir in die Log. Die Log ist sauber, gefällt mir gut. Ich würde sagen, ich hoffe, euch hat die kurze Mod-Vorstellung gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr mir beim nächsten Mal wieder zuseht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Fipsi.